Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Talk. Und heute geht es um Versace. Und zwar um meine Kollektion, meine sechs Düfte, die ich habe. Und ja, wir fangen auch gleich mal mit den Oldschool an, und zwar Versace L'Homme. Ja, das ist wirklich Oldschool. Basilikum, Bergamotte, grüne Noten, Zimt, Zeder, Vanille, hier ist alles drin, da ist noch viel mehr drin. Das muss man mögen, diesen alten Style. Allerdings auch wieder so frisch und zitrisch, dass das wieder aus diesem alten bisschen weggeht und man nicht nur denkt, man hat einen Opa-Duft oder wo, nein. Und ein bisschen animalisch ist er auch. Also so frisch, zitrisch, animalisch. Viele würden sagen, wahrscheinlich wie ein Klostein, die das nicht mögen. Aber er hat schon was. Er ist schon nicht schlecht für sein Alter. Und Haltbarkeit liegt so bei 7 Stunden. Gute Ausstrahlung am Anfang. Richtig gut. Ja, der zweite, Eros. Tja, der Clubduft. Minzblatt, Apfel, Tonkabohne, Vanille, Vanille und Vanille. Yes. Da könnt ihr mit dem Club nichts falsch machen. Ja, er ist schon süß. Haltbarkeit sind wir da bei 8, 9 Stunden. Ausstrahlung sehr stark am Anfang. Das braucht man im Club. Wenn ihr auffallen wollt zwischen den ganzen süßen Düften, ist er auf jeden Fall mit dabei. Und darunter, man muss ihn einfach auftragen. Wenn man Versace-Fan ist, haut den rein, wenn ihr in den Club oder in Bars geht. Damit fallt ihr auf süß. Absolut geil. Versace Eros. Der nächste, Pour Homme von Versace. Pour Homme ist Bergamotte, Neroli, Zitrone, Zedernholz, Moschus, Oud und Tonkabohne. Also Oud kann ich ehrlich gesagt nicht rausriechen. Das ist übrigens die 200 ml Flasche, sage ich schon, Flakon. Er wird viel verglichen mit Chanel Allure Homme. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ich kenne nur Allure Homme Sport Extreme. Den normal habe ich irgendwie nie gerochen, weil ich das Extreme immer so gut fand, dass ich mir das immer zugelegt habe. Aber der hier, ja, ist schon richtig, richtig gut geworden. Ja, kann man eigentlich immer tragen, über das ganze Jahr. Vor allen Dingen ein sehr guter Büroduft. Pour Homme. Ja, der ist gut. Der nächste, Dylan Blue. Und dieser Duft vereint zwei Düfte, und zwar Sauvage und Bleu de Chanel. Dennoch mit dieser Süße, ich hatte das ja schon mal erwähnt, richtig gut. Also dieser Duft ist richtig gut abgestimmt. Bergamotte, Grapefruit, aquatische Noten, Pfeffer, Moschus, Tonkabohne, Patchouli. Hier ist auch sehr viel Versace benutzt, sehr viele Inhaltsstoffe. Aber da könnt ihr auch nichts mit falsch machen. Haltbarkeit 7 Stunden ungefähr. Ausstrahlung am Anfang sehr gut. Übrigens, der Pour Homme, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, auch an die 6 Stunden. Man denkt immer, der riecht nicht so viel, also lange, aber der ist gut. Dylan Blue, richtig gut auf Platz 3. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem älteren. Ich kann mich noch erinnern, wo ich jung war. Da habe ich ihn schon gehabt, und zwar Blue Jeans. Absolut genial. Ich finde, Blue Jeans hat einfach Zitrusfrüchte, Rosengeranie, Maiglöckchen, Sandelholz, Patchouli, Zeder, Vetiver. Hier ist alles drin. Bei Versace kann man, da weiß man gar nicht, was überhaupt da noch alles drin ist. Ach, so süßlich. Der geht immer auch so seine 6, 7 Stunden immer noch. Ach, die Maiglöckchen, Tanne ist da auch noch drin. Ach, der hat einfach schon was. Das sind Erinnerungen von früher. Der riecht überhaupt nicht oldschool. Immer noch richtig gut. Ja, also das ist richtig schöner Versace-Duft. Das ist noch von den alten Versace. Da merkt man noch die Handarbeit.
Das ist richtig gut. Ich könnte die ganze Zeit dran riechen. Richtig gut. Versace Blue Jeans. Ja, und auf Platz 1, The Dreamer. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte ja schon mal gesagt, das ist ein, wenn man abends spazieren geht, Iris, Tabakblüte, Extra, Wacholder, richtig ein pudrig weicher Duft. Richtig perfekt für eigentlich jeden Abend, ob jetzt kalt oder warm. The Dreamer geht immer. Ich hoffe, dass der immer auf dem Markt bleibt. Und ja, The Dreamer ist, ja, ihr seht, ich bin, man, ich hab den, wer den nicht im Kopf hat, aber wer ihn im Kopf hat, kann mich jetzt verstehen. Es ist ein Traum, wirklich. Richtig schöner Versace. Also die beiden Düfte, 1 und 2, sind eben diese Oldschool, also nicht so Oldschool wie dieser hier, ne? Aber die älteren, die wirklich perfekt sind, wirklich perfekt. Aber auch die anderen müssen sich nicht verstecken. Alles gut. Versace Rom, Eros gut, Pour Homme, Dylan Blue, The Dreamer, Blue Jeans, alles richtig gute Versace-Düfte, die ihr auf jeden Fall mal testen müsst. Ich habe sie so weit wie es geht, wie gesagt, unten in meiner Beschreibung wieder dazugefügt. Also checkt die Links und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von den aktuellen Versace-Düften oder was ihr auch von diesen 6 haltet. Welchen findet ihr gut? Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert natürlich meinen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Fragrance Dog.